So, jetzt wird's ernst. Ich habe mir eine bewegungsaktive Kamera auf den Kopf geschnallt. Das ist Manuela. Die kennt ihr schon von der Leipziger Buchmesse. Die hat euch aufgenommen. Das ist die Frau, die sowieso mein ganzes Leben organisiert. Und die spielt jetzt Glücksfee. Hier sind alle, die sich im Pyjama haben auf der Leipziger Buchmesse ablichten lassen, die also so gekommen sind drin. Das sieht gar nicht mal so viel aus in der Schüssel, ist aber über 120, 130 circa. Gebe zu, ich habe es gar nicht gezählt. Wir machen jetzt eine Decke drüber. Und Manuela spielt die Glücksfee und wird jetzt den oder diejenige ziehen, die eine Lesung bei sich zu Hause im Schlafzimmer gewinnt. Bin gespannt, ob. Schon loslegen? Ja, wenn du bereit bist, Manuela, dann zieh mal. Das ist jetzt der Moment der Wahrheit. Nur eine einzige Person. Und wir halten drauf. Das ist dieser Schlafanzug, der ist gestreift und diejenige, die sich jetzt drauf erkennt, die hat gewonnen, die Lesung. Den Namen, den geben wir jetzt hier natürlich nicht bekannt. Wir müssen erst mal gucken, wer das überhaupt ist. Falls du dich wiedererkennst, kannst du uns schon mal anmelden. Du kriegst auf jeden Fall von uns eine Gewinner-Mail-Bestätigung. Und alle anderen bitte ich nicht böse sein. Es konnte ja nur eine oder einer gewinnen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und vielen, vielen Dank, Manuela, für die vielen Dankeschön. Fotos. Und ich freue mich sehr. Ich werde natürlich auch im Schlafanzug erscheinen. Also, herzlichen Glückwunsch.